Und das ist interessant, wenn wir uns beispielsweise die Allah Ta'ala erwähnt über Nuh a.s., dass er wie viele Jahre sein Volk gerufen hat. Aber trotzdem sagt er, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Und dennoch haben nur wenige den Iman verwirklicht oder mit ihm den Iman verwirklicht. Und er erwähnt in der Surat al-Nuh, beschreibt er diesen Zustand. Er sagt, وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. Und immer wenn ich sie gerufen habe zu dir, damit du ihnen vergibst, جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ, da bohrten sie sich ihre Finger in die Ohren und bedeckten sich mit Stoff oder so, um sich lächerlich zu machen. وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا, sie verharrten auf ihren Zustand in Hochmut. Na,